L'ambientazione di quest'anno. Mi metto qua. Cioè. Guten Abend Ihnen allen, die hier anwesend sind und diejenigen, die in der ganzen Welt angeschlossen sind. Der Titel des Meetings, der Mut, ich zu sagen, setzt den Akzent auf den Akt, auf die Handlung, der für den Menschen spezifisch ist. Und darin besteht, sich seiner selbst bewusst zu werden, als Sehnsucht nach dem Unendlichen, als Leidenschaft für die anderen und für die Welt. Hier ist die Quelle, die geheimnisvolle Quelle für jede Entdeckung, für jede neue Entdeckung, für jedes neue Entdecken. Hier entsteht die Fähigkeit des Menschen, das Wirkliche zu erkennen, die Dinge und die Verbindung zwischen ihnen, ihre letzte Bedeutung, den Dingen einen Namen zu geben. Hier ist die Quelle der Energie, mit der die Person sich die Verantwortung aneignen kann für ein Urteil, das er formuliert. Nicht eine gewaltsam auferlegte Bestätigung des eigenen Ichs, nicht die Forschung, sondern, wie das Evangelium sagen würde, eine Bejahung des eigenen Ichs im Geheimnis des eigenen Bewusstseins, wo das Sein sieht. Ohne den Mut, ich zu sagen, reduziert man sich darauf, Wiederholung des anderen zu sein, Regeln zu wiederholen, die andere nennen. Das ist fast das Ideal unserer Gesellschaft. Regeln, deren Bedeutung man nicht versteht. Und deswegen bricht die Gesellschaft zusammen. Das Meeting ist durch die Pandemie hindurchgekommen. Und jetzt ist es in Präsenz in der ganzen Welt da. Es ist ein riesiges Werk von Tausenden von Subjekten, die den Mut haben, ich zu sagen. Und deswegen sind sie fähig, zusammenzuarbeiten bei einem gemeinsamen Werk. Heute Abend, an diesem ersten Abend des Meetings, erhalten wir die Hilfe unseres großen Freundes Andrea Moro. Was ist die Bedingung für die Möglichkeit, den Mut zu haben? Es ist die Möglichkeit, ich zu sagen, durch die Sprache hindurch. Er wird die letzte Struktur der Sprache darstellen und wird unser Staunen vergrößern vor unserem Ich, das so vergänglich ist und trotzdem fähig zum Unendlichen, zur Totalität. Die Sprache ist eines der interessantesten Fenster, um zu verstehen, was wir sind.
Andrea Moro ist Ordinarius für allgemeine Linguistik an der Universität von Pavia und Neurolinguist und Schriftsteller. Unter den vielen Büchern möchte ich erinnern an die Grenzen Babels, eine kurze Geschichte des Wortes Sein und einen Kriminalroman, der auch den Preis Flaviano gewonnen hat. Ihr findet auf YouTube viele Interviews und Vorträge von ihm. Auch die, die er beim Meeting gehalten hat. Er ist ein großer Freund des Meetings. Er schreibt ein Buch zusammen mit einem anderen Autor, der auch schon Gast des Meetings gewesen ist. Er ist der größte lebende Neurolinguist. Jetzt überlasse ich Aldo Moro das Wort. Danke, Mauro. Danke für eure Anwesenheit. Der Mut, ich zu sagen, ist eine Entscheidung. Um sich zu entscheiden, muss man etwas haben, was zur Verfügung steht. Die Frage von heute Abend, was steht uns zur Verfügung, dem Individuum zur Verfügung, damit das Ich wählen kann, entscheiden kann, den Mut zu haben, ich zu sagen. Und man könnte sagen, das ist banal, wir brauchen das Wort Ich, also die Sprache. Jenseits dieser schnellen, richtigen Intuition steht das Faktum, dass das Einbrechen der Sprache in das Leben nicht nur ermöglicht zu verstehen, wie wir den Mut haben können, Ich zu haben, sondern das öffnet uns auf Konsequenzen über die Identität des Menschen, was das eigentlich Menschliche ist, was man sonst nicht entdecken könnte. Wie Mauro Ceroni zuerst sagte, ist das hier eine logische Prämisse für die Reise dieser Tage des Meetings. Das heißt, wir schauen uns jetzt dieses große Thema an. Ich möchte zuerst mit einer persönlichen Erfahrung anfangen, die nicht wissenschaftlich ist, sondern nur literarisch. Meine Reaktion habe ich Gada gelesen, in der Reaktion auf den Schmerz, es ging um den Tod der Mutter, das souveräne Bewusstsein der Unmöglichkeit, ich zu sagen, war die Aussage. Das hat mich sehr provoziert und hat meine Forschung über die Sprache geprägt, als das Bewusstsein, dass man auf jeden Fall das Bewusstsein hat, ich sagen zu können. Ich kenne die Leute, die hier das Meeting organisieren, und ich habe also jetzt entschieden, dass ich keine Kurzschlüsse mache. Es bedeutet, dass ich versuche, Ideen zu geben, die keine Illusionen sind. Ich will euch die Möglichkeit geben, was zu entdecken, was an Rationalem hinter all dem steht. Zuerst die Frage Ich und die Welt. Wie stellt sich das Ich zu allem anderen dar? Ich und die Worte, ich als ein Wort unter anderen Worten und ich und das Gehirn, das sind die drei Spuren, denen ich jetzt folgen möchte. Der erste Titel scheint merkwürdig zu sein, die Farbe des Ichs. Ich versuche mit diesem Bild, dass wir eintauchen in das Problem, in absoluter, also abgelöst von allem anderen, die Bedeutung des Wortes Ich zu entdecken. Das wäre wie zu das Weiß zu definieren, ohne andere Farben zur Verfügung zu haben. Dann versteht man, dass das Wort Ich, losgelöst von allem anderen, zu definieren nicht möglich ist. Um Weiß zu definieren, brauchen wir andere Farben, zum Beispiel das Gegenteil Schwarz. Das ist nicht eine Nebensache. Die Sprachen haben alle dieselbe Zahl von Namen für Farben. Also es gibt zwei Namen, Weiß und Schwarz. Der dritte ist immer Rot. Es gibt also ein Abbild der Retina in der Lexikographie.
Der Kontrast zum Ich ist das Du. Ohne das Du können wir das Ich nicht verstehen. In anderen Begriffen können wir sagen, das Du ist der Name des Ich, wenn ich mich auf einen anderen beziehe. Das Du ist der Name, den wir einem Ich geben, wenn wir ihn es als einen anderen erkennen. Das ist kein Sophismus. Es zeigt sich schon in den expressiven Ausdrücken des Kindes. Eine sehr verfeinerte Untersuchung ist die Rolle des Spiegels im Selbstbewusstsein eines Kindes. Wenn ein Kind sich im Spiegel sieht, entdeckt es zuerst ein anderes Kind und weiß nicht, dass es es selbst ist, was sich anschaut. Wenn jemand das Kind in den Arm nimmt, im Spiegel schaut das Kind auf die andere Person, erkennt, dass es dieselbe Person ist und entdeckt dann in der Schlussfolgerung, dass es auch selber im Spiegel zu sehen ist. Das ist also ein Erkenntnisfaktum, nicht nur ein linguistisches Faktum mit dem Du. Es gibt eine Phase des Wachstums, und viele von euch haben das an anderen gesehen, wo die Kinder sich vertun. Sie denken, dass sie selbst du sind. Sie sagen, du hast Hunger, weil sie sagen wollen, ich habe Hunger. Und sie denken, das sind Eigennamen, du und ich. Die taubstummen Kinder zeigen auf sich selbst, wenn sie ich meinen, sie machen denselben Irrtum. Im Pronominalsystem ist ich und du ein allgemeines System in allen Kulturen, auch in nicht-verbalen Kulturen wie bei Taubstummen. Das reicht aber nicht, dieser zweite Punkt. In unserer vorläufigen Überlegung über die Bedeutung des Ich. Also, das Ich als Zelle ist mein nächster Punkt. Wir müssen uns auf das Wort in sich konzentrieren. Wir Erwachsenen, die schreiben können, können falsch ableiten. Wir können denken, dass die Worte isoliert existieren. Sie sind aber nicht existenzfähig, wenn sie isoliert sind, sondern sie sind in Sätzen vorhanden, also Syntax. Also die Zellen des Körpers, zum Beispiel der Leber, gibt es nur innerhalb eines ganzen Organismus. Auch die Worte existieren nicht im isolierten Zustand, sondern nur insofern sie Elemente sind innerhalb eines Organismus, das hier der Satz ist. Eine erste Schlussfolgerung, vorläufige Schlussfolgerung, und das sind Beobachtungen, die uns auf den Kernpunkt nachher bringen, ist, dass die Möglichkeit, ich zu sagen, durch die Syntax geht, durch das sich aneignen der Syntax, das heißt die Möglichkeit, Sätze zu bilden. Das ist der exklusive Kern der menschlichen Sprache. Es gibt kein anderes tierisches Wesen, das wie der Mensch in der Lage ist, Sätze zu bilden. Schon im 17. Jahrhundert war es klar, dass die Sprache der Menschen die Möglichkeit der Kommunikation hat und dass man durch die Anordnung die Bedeutung verändern kann. Wenn das Ich durch die Struktur des Satzes durch die Syntax geht, dann müssen wir verstehen, was ist Syntax. Hier, das ist ein Territorium, das uns zu überraschenden Schlussfolgerungen führt. Im Unterschied zu anderen Bereichen der Wissenschaft ist das nicht so bekannt. Ich möchte euch sagen, wie man methodisch vorgeht, um Syntax zu verstehen. Die Idee ist folgende. Ich mache euch ein Beispiel mit
Material, das schon etwas alt ist. Beschreibt mal dieses Objekt. Das ist ein ausgeschnittener Teil eines Pullovers. Es gibt Farben, Violett, Rot, Gelb. Und ihr könntet die Linien beschreiben und die Reihen und so weiter, Frequenzen beschreiben und so weiter. Was muss der Wissenschaftler tun? Er muss diese Phänomene nehmen, getrennt nehmen, Rot, Gelb, Violett, und verstehen, was dahinter liegt. Was er tun muss, ist, hinter das Gewebe zu schauen. Das machte ich als Kind. Ich versuchte in den Museen hinter die Teppiche zu schauen. Dann habe ich aber gemerkt, dass das keine gute Idee war, weil das ein Museum war, da durfte man das nicht. Die Schlussfolgerung ist, dass die Wirklichkeit sich mit Elementen zeigt, die unmittelbar zugänglich sind für die Sinne. Aber um zu verstehen, müssen wir auf das sehen, was dahinter schaut. Es gibt einen methodologischen Slogan, der interessant ist, von einem Physik-Nobelpreisträger, der sagte, Aufgabe der Wissenschaft ist, das Sichtbare und Komplizierte mit dem zu erklären, was unsichtbar und einfach ist. Das ist ein methodischer Hinweis, der sehr sinnvoll ist. Und die Praxis der Wissenschaft von Marco Bersanelli und anderen Wissenschaftlern, die ich gut kenne, in den quantitativen Wissenschaften, ist das, was sie oft machen. Das ist schwieriger, sich bei der Sprache vorzustellen. Aber hier kommt der Punkt, den ich euch zeigen will. Es gibt ein verborgenes Muster in der Sprache, und das ist überraschend. Was gibt es, das sichtbar und kompliziert ist in der Syntax? Also hier geht es natürlich um das Hörbare, wenn ich sichtbar sage. Es gibt zum Beispiel die Reihenfolge der Worte. Worte werden in einer bestimmten Sequenz ausgesprochen. Durch die Luft, durch die Schallwellen oder durch elektronische Signale kommen diese Worte zu euch, in einigen Fällen sogar übersetzt. Und das würde einen Applaus verdienen für die Leute, die simultan übersetzen. Das ist eine kognitiv außergewöhnliche Operation. Zehn Linguisten zu finden, die einverstanden sind miteinander, ist einfach. Aber über das sind sich alle einig. Die Worte haben eine Reihenfolge. Überraschend ist, dass es keine Regel gibt, die sich auf die Sequenz der Worte bezieht, sondern nur auf ihre hierarchische Struktur. Also ich fühle mich immer verraten, wenn ich eine Anspielung mache, wo ich nicht mit Vernunft hinkommen kann. Ich möchte euch also jetzt ich möchte euch jetzt mit einem Experiment konfrontieren. Es geht um die Koreferenz der Pronomen, das heißt die Fähigkeit von Pronomen, sich auf einen anderen Namen zu beziehen. Pronomen sind schon was Merkwürdiges. Das Zentrum des Themas des Meetings dieses Jahr ist ein Pronomen. Pronomen gibt es praktisch in allen Sprachen. Jenseits aller Komparatistik machen wir ein einfaches Beispiel. Ich sage folgenden Satz. Peter sagt, dass er gehen wird. Er ist ein Pronomen. Er kann Paolo sein, es kann aber auch mit er Pietro gemeint sein. Das ist ein Satz, der minimal sich auf sich selbst bezieht. Er sagt, dass Peter gehen wird. Es gibt keinen Zweifel, dass in den meisten Sprachen der Welt in diesem Fall das sich nicht auf Pietro beziehen kann. Warum? Die Pronomen stehen anstelle des Namens. Wenn er
Hier gibt es also eine Regel, dass auf einmal die lineare Reihenfolge zählt, denn der Pronomen kann nicht dem Namen vorangehen. Wenn Sie ihn rufen werden, wird Pietro gehen. Es gibt für einen Italienisch Sprechenden kein Problem zu erkennen, dass Pietro sich auf Louis beziehen kann, auf er. Kinder, die noch nicht angefangen haben zu sprechen, Stephen Crane in Sydney hat das entdeckt, sie benutzen die Warum habe ich dieses Beispiel jetzt gebracht? Ich habe euch gesagt, die Syntax basiert auf hierarchischen Strukturen, nicht auf der Reihenfolge der Worte. Das Beispiel habe ich aus folgendem Grund gemacht, um diese merkwürdige Anomalie zu zeigen, habe ich mich auf ein Buch bezogen, das enorme Veränderungen in der Linguistik gebracht hat. Das sind die PISA Lectures von Chomsky. Chomsky war ein Semester in Pisa an der Scuola Normale. Die Erklärung heißt Prinzip B der Theorie der Verbindung. Ihr müsst betrachten, dass die Tatsache, dass das kompliziert ist, Teil einer Erklärung ist, die ich weiter folgend erklären würde. Erstens, ein Pronomen kann sich nicht beziehen auf einen Namen in seiner minimalen Kategorie. Die minimale Kategorie ist der kürzeste Satz, der das Pronomen enthält. Und das erklärt den Kontrast. Peter sagt, dass er gehen wird. Das ist der kürzeste Satz, der er enthält. Das Subjekt ist Peter und das Komplement ist, Peter wird gehen. Der andere Satz ist, er sagt, dass Peter gehen wird. Was ist der kürzeste Satz, in dem das Pronomen enthalten ist? Das ist diesmal der ganze Satz und nicht nur ein Teil des Satzes. Während vorher im ersten Beispiel, er wird gehen, das kürzeste mögliche Satz ist. Warum ist es dann so, dass die dritte Struktur funktioniert? In der dritten Struktur ist der kürzeste Satz mit dem Pronomen, wenn Sie ihn rufen werden, ist. Also kann jetzt er sich auf Peter beziehen. Drei Schlussfolgerungen. Die erste, die unmittelbarste, ist folgende. Der lineare Ordnung zählt nicht. Aber das ist wesentlich, um zu zeigen, wie wir dieses Experiment konstruiert haben über die Struktur des Gehirns. Drei Schlussfolgerungen. Lineare Ordnung zählt nicht. Zweitens, das ist eine komplizierte Erklärung. Drittens, dieser Irrtum, den kann man nicht mit bloßem Auge erkennen. Wenn jemand mir sagen würde, er sagt, dass Peter gehen wird, dann kann ich nicht verstehen, dass Peter gemeint ist. Wenn in dem Satz, ich glaube, dass Hugo, na, man kann diesen Irrtum jedenfalls nicht sofort erkennen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben gesagt, dass um das Ich zu lernen, man Syntax lernen muss. Wir wissen, dass die Syntax die rein menschliche Fähigkeit hat, Worte in hierarchische Strukturen einzubetten. Was braucht also ein Gehirn, um Ich sagen zu können? Das ist das gleichbedeutend mit dem Problem, wie kann ein menschliches Gehirn die Syntax erlernen? Denn ich
Denn das Wort ich zu lernen heißt Syntax zu lernen. Es gibt drei logische Möglichkeiten, wie man Syntax lernt. Erstens durch Unterricht, expliziten Unterricht. Zweitens durch Imitation. Drittens auf Grundlage eines biologisch determinierten Programms. Schauen wir uns die drei Hypothesen an. Wenn es sich um expliziten Unterricht halten würde, das ist unmöglich. Warum? Niemand von uns ist in der Lage, das Prinzip B der Theorie der Verbindungen im Satz unmittelbar anzuwenden. Wenn wir als Kinder hören, vendere, venduto, piangere, würden wir sagen, piangiuto, das ist grammatisch falsch. Man sagt nicht piangiuto, sondern pianto, weil das unregelmäßig ist. Eltern, die linguistisch gebildet sind, werden nicht auf die Idee kommen, Kindern die Regeln nahezulegen beim Sprechenlernen, sondern diese Regeln geschehen der Person. Also die explizite Unterrichtung kann manchmal passieren, aber in der Regel nicht. Nachahmung. Die Nachahmung könnte eine gute Idee sein. Das Kind ahmt nach, wie die Erwachsenen sprechen. Wenn es einfache Strukturen sind, wie ein Gesang, ein einfaches Lied, würde das gut gehen. Wenn es aber um so komplexe Strukturen geht, wie die menschliche Grammatik, dann würde man eine ganze Menge Irrtümer erwarten. Denken wir an ein Beispiel. Stellen wir uns vor, wie lernt man Quadratwurzeln zu bilden? Wir studieren die Formel oder imitieren wir. Wenn ich Quadratwurzeln lernen soll, dann sehe ich, wie der Lehrer Millionen von Quadratwurzeln zeigt. Das gäbe unglaublich viele Irrtümer. Wenn ich diese Irrtümer nicht mache, dann ist die Imitation nicht die Strategie. Die Kinder machen wenig Irrtümer in Bezug auf die mögliche Anzahl der Irrtümer, wenn sie sprechen und Sprache lernen. Ein Wissenschaftler der Pennsylvania University hat das erforscht. Also bleibt nur noch die Hypothese, dass es etwas gibt, was der Erfahrung vorausgeht und was uns erlaubt, die Syntax zu erwerben. Wir müssen aber hier vorsichtig sein. Es gibt auch eine Polemik in Bezug auf den Vorschlag, dass die Sprache biologisch determiniert ist. Denn das scheint die Erfahrung auszuschließen. Aber die Erfahrung bleibt wesentlich, um das Lernen zu ermöglichen. Ohne Erfahrung, ohne Interaktion kann man keine Sprache lernen. Die Literatur aller Zeit zeigt Experimente, die sehr fantasiereich sind, wo man spricht von Kindern, die ohne Erfahrung der Sprache aufwachsen. Mauro hat den Roman, den ich geschrieben habe, zitiert. Ich habe ihn geschrieben, indem ich Fragmente benutze, was ich nicht genau aufgelistet habe, aber ich nehme Stücke von Literatur, insbesondere drei, von der griechischen Literatur über das Mittelalter bis zur englischen Renaissance, wo es um die Erfahrung der Deprivation der Kinder geht. Das hat immer zu fürchterlichen Ergebnissen geführt. Was aber bleibt, ist, dass die Erfahrung zählt, aber dass es ein Muster gibt, das der Erfahrung vorausgeht. Das heißt, die Erfahrung hat keine bedingungslose Freiheit. Die Erfahrung muss sich innerhalb der Grenzen eines vorgefügten Rasters bewegen. Das heißt, ich nenne das die Grenzen von Babel, die Grenzen des Turms von Babel praktisch.
Und das ist die Grenzen, das sind die Grenzen der Variationsmöglichkeiten der Sprachen. Wir könnten sagen, die Linguistik ist die Theorie, die untersucht, wie stark die Erfahrung die Struktur der Sprache beeinflussen kann. Wie kann das denn sein, kann man sich fragen, dass wir im Jahr 2021 so weit hinten dran sind in der Erforschung der Sprachstruktur. Der Motor, der Hauptmotor der Beobachtung über die Wirklichkeit ist der Geschmack an der Philosophie. Das heißt, die Liebe zum Wissen. Und es ist nützlich zu verstehen, dass es oft geschehen ist, dass die Ideologie das gebremst hat, in unglaublicher Weise die Wissenschaft gebremst hat. Und das tut sie auch heute. Ich spiele damit nicht auf mittelalterliche Phänomene an oder barocke Phänomene, sondern das passiert heute. Die ideologische Ausbremsung hat abschreckend für biologische Studien über die Sprache fungiert. Es gibt ein wunderbares Buch über die Biologie der Sprache aus dem Jahr 67. Lenneberg schreibt, das ist ein Neurobiologe, ein Neuropsychologe von Massachusetts General Hospital. Er hat etwas Wichtiges entdeckt. Er beschäftigte sich mit der Rehabilitation von aphasischen Menschen. Es ging um bestimmte Verletzungen des Gehirns durch Tumoren, Traumen, Infarkte, Ischämien. Wenn dieses Phänomen vor der Pubertät lag, dann war es viel einfacher, die Sprache wiederzugewinnen, als in den Fällen nach der Pubertät. Die Pubertät ist aber kein kulturelles Phänomen. Lenneberg ist gezwungen, in seinem Vorwort zu sagen, eine biologische Erforschung der Sprache erscheint notwendigerweise paradox, wenn man berücksichtigt, dass man hier weitgehend zugibt, dass die Sprachen aus kulturellen Konventionen willkürlicher Art besteht. Das heißt, wenn die Sprache eine kulturelle Erfindung ist, diese Idee war das Ausbremsen der biologischen Untersuchung der Sprache. Es gibt ein anderes Zeugnis dieser Frage von Joshua Bar Hillel, ein großer Logiker und Philosoph aus Israel von 1970. Er war Augenzeuge einer Revolution in den 50er Jahren am Massachusetts Institute of Technology, wo Chomsky dann später geforscht hat. Was war geschehen? In den 50er Jahren, wie Hobbes in einem schönen Buch sagte, in einem Buch, das auf Englisch heißt The Age of Extremes, das Zeitalter der Extreme. Er sagt, die 50er Jahre waren ein goldenes Zeitalter für die Wissenschaft, wie es öfter geschieht am Ende eines Krieges. Kriege fördern immer die Wissenschaft, das ist immer so. Denkt an den Brief, den Leonardo da Vinci schrieb, um in einer Kriegszeit eingestellt zu werden. Er sagt, ich kann Brücken, Panzer und solche Dinge konstruieren. Damit wurde er eingestellt. In den 15 Jahren öffnet sich die Forschung auf Nuklearforschung, die Energieformen mit der Atomspaltung. Es öffnen sich die Labore über Radarforschung. Und so entdeckte man Instrumente der Elektronik. Aber es öffnet sich auch das Labor über die Entzifferung kodierter Nachrichten. Die Nazis hatten da sehr gute Maschinen für. Und die Natur all dieser Labors war, dass die Erfahrung
uns in ein neues Bewusstsein über die menschliche Sprache bringen könnte. Hillel sagte, im Labor am MIT gab es die allgemeine Überzeugung, dass mit den Erkenntnissen der Kybernetik und den Techniken und den Theorien über die Information, dass man damit zu einem Gipfel des Verständnisses der Komplexität der Kommunikation von Tieren und Maschinen gelangt sei. Drei wesentliche Punkte. Erstens Konvention, zweitens Tier, der Mensch ist verschwunden, und drittens Maschine. Die Theorie des mechanischen Gehirns, das elektronische Gehirn, ist als Wort dafür typisch, also man sagte Elektronengehirn, bevor das Wort Computer gewonnen hat. Man muss also hier sehr gut aufpassen. Was muss also ein Linguist tun? Versteht ihr den Weg, den wir gerade gehen? Ich ist ein Wort, das als Kontrast zum Du entsteht. Ich ist ein Wort, das nicht alleine besteht, sondern in der Syntax. Und die Syntax ist einzigartig für die Menschen. Wie lernt man Syntax? Syntax wird nicht gelernt, sondern es ist die Ausführung eines biologisch determinierten Projekts. Es ist klar, dass die Sprache der Eltern nicht das Erlernen der Sprache einer anderen Sprache des Kindes behindert. Es ist evident, dass das Muster, das jeder Erfahrung vorausgeht, für jeden gelten muss. Jedes Kind kann jedwede Sprache lernen, die in der Gemeinschaft gesprochen wird, in der es aufwächst. Wir können also sagen, dass die Kinder ein stammzellenartiges Gehirn haben, das offen ist für das Erlernen jedweder Sprache. Das, was sich daraus ergibt, ist, dass wir vor einer Revolution stehen, die theoretisch enormes Gewicht hat. Das heißt, das Gehirn ist keine Tabula rasa, was die Sprache angeht. Das Erlernen besteht darin, Grammatiken zu vergessen, die nicht mit der Erfahrung übereinstimmen. Das hat Jacques Mehler gesagt, ein wichtiger Kognitionswissenschaftler. Er hat das Buch mitgeschrieben, als Mensch geboren werden, Naître Humain. Und er hat gesagt, das Lernen von Sprache ist ein Vergessen der nicht gebrauchten Information, die im Gehirn vorangelegt ist. Aber das ist keine Metapher. Dieses Bild, dass man sagt, du hast alles im Kopf und alles, was du nicht benutzt, ist wie trockene Äste, die abgeschnitten werden. Dieses Bild, das kann man sogar histologisch messen. Das ist ein wunderbares Bild. Wie liest man dieses Bild hier? Hier seht ihr das Alter auf der X-Achse und in der grauen Zeit, die graue Feld ist das erste Lebensjahr und dann geht es weiter bis 20 Jahre. Auf der Ordinate habt ihr die Anzahl der neuronalen Synapsen. Und ihr habt drei Phänomene, Entwicklung der Sinne, der Sprache und der Kognition. Schauen wir auf die Sprache. Was geschieht? Mit der Geburt steigt die Kurve stark an, das heißt, die synaptischen Verbindungen steigen in ihrer Zahl an und dann sinkt die Zahl wieder ab und stabilisiert sich mit 5 Jahren. Und das sind dann die
Zahl der Synapsen eines Erwachsenen. Und diese Zeit der Abnahme der Synapsen ist die Zeit des Erlernens der Sprache. Und das ist die Zeit der Abnahme der Zahl der Synapsen. Das ist das histologisch-funktionale biologische Korrelat dieses Bildes des Vergessens der nicht gebrauchten grammatischen Strukturen, die vorangelegt sind. Insbesondere gibt es einen Wissenschaftler aus Frankreich, Jean-Pierre Changeux, der fundamentale Werke geschrieben hat. Und er hat dieses Bild weiter ausgearbeitet, worüber wir Linguisten in der Nacht träumen, ist ein Periodensystem aller Sprachen zu haben. Chomsky hat einmal gesagt, die Sprache ist ein System spezifischer Werte von Parametern in einem unwandelbaren Systems von Prinzipien. Zusammen, das Gesamt der möglichen Sprachen ist nicht unendlich. Idealerweise könnten alle Sprachen in einer Periodentabelle beschrieben werden, die sich nur in kleinen Unterschieden voneinander unterscheiden, die binär ausgedrückt werden können. Jetzt kommen wir zum letzten entscheidenden Beweis. Ich will euch zeigen, welche Gründe mich dazu bringen, zu sagen, dass die Syntax, aufgrund derer wir ich sagen können, keine willkürliche Konvention kultureller Art ist. Wenn die Sprachen einer biologischen Vorprägung folgen, die der Erfahrung vorangeht, dann gibt es unmögliche Sprachen, das heißt kohärente sprachliche Strukturen, die aber nicht als Sprache erkannt werden vom Gehirn, weil sie biologisch nicht vorangelegt sind, also nicht aus kulturellen Gründen. Wenn man also in manchen Teilen der Welt Insekten isst und in anderen nicht, dann sieht man, dass das kulturelle Variationen sind. Es gibt kein Volk in der Welt, was ein Liter Kerosin trinkt. Das ist nicht kulturell bedingt, sondern ist biologisch angelegt, dass man kein Kerosin trinken kann. Man kann aber zeigen, dass das Gehirn nur mögliche Sprachen ausführen kann. Es gibt unmögliche Sprachen sind nicht ausführbar im Gehirn. Es gibt ein einfaches Experiment dafür. Wir haben das mit verschiedenen Forschergruppen solche Experimente gemacht. Die Experimente dieser Art macht man in Teams. In diesem besonderen Fall habe ich mit einer deutschen Gruppe gearbeitet, Maria Christina Musica, hat die Tests durchgeführt. Ich schulde Stefano Cappa in Pavia sehr viel, auch in diesem Kontext, der mir sehr viel beigebracht hat. Und mit denen habe ich gelernt, wie man diese Experimente macht. Wir haben also eine Gruppe von Deutschen genommen, die kein Italienisch konnten, und haben in Italienisch mit unmöglichen Strukturen beigebracht im Italienischen, die mit regular-linearen Regeln über Satzreihenfolge arbeiteten. Und dann haben wir die Aktivität im Gehirn bei Ausführen dieser unmöglichen Sprachregeln in Zusammenhang gebracht mit der Durchblutung des Gehirns in der syntaxrelevanten Gehirnareal. Das hat ein Wissenschaftler, hat dieses Hirnareal entdeckt, namens Broca. Also, es gibt die Fähigkeit des Gehirns, die Regeln zu erkennen und anzuwenden. Und wir haben gesehen, was bei für das Hirn möglichen Regeln passiert, die man respektiert. Je mehr man diese Regeln meistert, umso besser wird dieses Hirnareal durchblutet. Also
erkennt das Gehirn, dass eine syntaktische Struktur lernt, die zu den möglichen syntaktischen Regeln gehört, die vorangelegt sind. Wenn ich aber die nicht möglichen, also die nicht vorangelegten Regeln anwende, passiert das Gegenteil. Das Gehirn, wenn es Grammatiken erhält, die nicht basiert sind auf der Hierarchie, sondern auf der linearen Ordnung, dann verweigert sich das Gehirn, sie zu berechnen, ohne Instruktion, ohne bewusste Entscheidung, ohne die Möglichkeit der Interpretation oder der Kontrolle des Gehirns, reduziert dieses Sprachgebiet im Gehirn seine Aktivität in diesem Fall. Die selektive Aktivierung verschiedener Schaltungen, Schaltkreise, zeigt, dass die Existenz von unmöglichen Sprachen nicht Frucht einer kulturellen Konvention sein kann, die willkürlich ist, sondern Ergebnis einer natürlichen Selektion auf neurobiologischer Basis. Und das ist wirklich etwas, was ich mitteilen will. Die Sprachen sind nicht eine Software, die auf einer inerten Hardware laufen, dem Gehirn, sondern die Sprachen sind Ausdruck des Selbst, des Gehirns, so als würde aus dem Fleisch Logos. In allen euren Gehirnen gibt es mein Ich, das sich ausdrückt, und wir kodifizieren, wir sagen, dass die Sprachstruktur keine Erfindung von intelligenten Menschen ist, genauso wie das Gehen oder das Verdauen keine Erfindung von Menschen ist, keine willkürliche Konvention. Die Folgen dieses Bewusstseins sind enorm. Sie verändern total unsere Auffassung der Beziehung des Menschen mit Maschinen, mit Tieren, mit allem, mit der ganzen Wirklichkeit. Erstens, die unmöglichen Sprachen und die Tiere. Ich sage es mit einem Slogan. Die Tiere haben Wörterbücher mit Sätzen. Menschen haben Wörterbücher mit Worten. Das heißt, sie sind, gebt einem Mensch drei Worte, Kain, Abel, getötet. Daraus kann man verschiedene Bedeutungen machen. Kain tötet Abel, Abel tötet Kain. Man kann also zwei gegensätzliche Szenarien bilden. Tiere können das nicht. Hier habe ich eine polemische Anmerkung. Ian Tattersall war auch Gast dieses Meetings. Wir haben gegensätzliche Auffassungen. Das Symbol ist nicht der Unterschied zwischen tierischer und menschlicher Sprache. Auch Tiere haben Symbole. Schließen wir mal die Tür ab und schließen uns einen Monat hier ein und diskutieren darüber. Aber das können wir natürlich hier nicht machen. Ein Symbol ist etwas, was für etwas anderes steht. Wenn ich einen Hut auf den Sitz lege, dann zeigt das, dass der Sitz für mich ist. Wenn eine Mücke kommt und den Hut sieht, versteht sie das nicht. Aber Tiere machen das. Eine Katze, die an einer bestimmten Stelle Pipi macht, muss nicht unbedingt Pipi machen, sondern markiert, dass das Haus ihm gehört. Das ist ein Symbol. Die symbolische Fähigkeit ist auch für Tiere möglich. Was sie nicht haben, ist die Fähigkeit, Symbole miteinander zu verbinden, in Syntax. Die Implikationen sind, erstens, es kann sein, dass Tiere ein minimales Selbstbewusstsein haben, aber das ist nicht Teil ihrer Kenntnis selbst. Wenn ihr einen Schimpanse nehmt,
der mit einem Spiegel interagiert, dann sieht man, dass er irgendwann versteht, dass es er ist. Während der Schimpanse dann schläft, malt er einen Fleck auf die Stirn und der Schimpanse wischt sich dann über die Stirn. Es ist also klar, dass der Schimpanse das kapiert hat. Aber was wir Menschen machen ist, wir nehmen das Selbstbewusstsein und machen das Selbstbewusstsein zum Gegenstand der Erkenntnis. Das heißt, wir gehen ein Niveau höher als der Schimpanse. Aber das ist nicht der einzige Unterschied zu den Tieren. Wenn die menschliche Sprache einzigartig unter den Tieren ist und damit sind alle, da sind sich alle einig, und das Ausdruck einer neurobiologischen Struktur ist, dann muss auch diese einzigartig sein. Das ist im letzten Buch von Chomsky mit Rutherford sehr deutlich. Es ist ein Mathematiker vom IIT. Warum nur wir, ist der Titel des Buchs. Warum haben nur wir Menschen dieses Ding? Jetzt gehen wir jetzt noch einmal zu den Maschinen. Ich habe euch von den 50er Jahren dazu erzählt. Es ist ein Thema, das neu auftaucht. Ich zeige euch hier ein Zitat von Turing. Turing war ein gigantischer Wissenschaftler. Wir schulden ihm einen großen Teil des Erfolgs der Befreiung von Europa, denn er hat die Chiffriermaschine der Nazis dechiffriert. Die Frage war, werden Maschinen denken können? Und Turing sagte dann, die ursprüngliche Frage, die können Maschinen denken, ist ohne Bedeutung und verdient nicht diskutiert zu werden. Trotzdem, sagte er, wird am Ende dieses Jahrhunderts es so weit sein, dass die Leute, die höherer Bildung, ein so verändertes Bewusstsein haben, dass sie sagen, dass Maschinen denken können und nicht denken, dass man ihnen dabei widerspricht. Er sagt, also ersetzt jetzt bitte Denken durch Sprechen. Also ihr sprecht zum Beispiel mit einer Maschine, um Rührei zu machen. Sprechen wir, also Maschinen, die sprechen können. Also, es gibt das Theorem von Chomsky, das die ausschließt, dass Maschinen sprechen können. Aber trotzdem haben wir in der Tasche mit dem Handy Computer, die viel potenter sind als die Computer, die Apollo auf den Mond geschickt haben. Und dass diese enorme Rechenleistung legt wieder die Frage nach der Fähigkeit, der Maschinen zu sprechen, auf den Tisch. Aber es gibt eine Unterscheidung, die man machen muss. Man muss Simulation und Verständnisfähigkeit von Maschinen unterscheiden. Wir dürfen nicht in die kommerziellen Fallen treten, die neue Kategorien von Konsumenten schaffen, zum Beispiel mit diesem Unsinn von Digital Natives. Das ist ungefähr so schlau, wie zu sagen, Kinder müssen, also man sagt, Kinder müssen schnell iPads und sowas haben. Das ist ungefähr so, als müssten Babys schon in fahrradmäßiger Weise ihre Beine bewegen, um rechtzeitig Fahrrad fahren zu lernen. Was wir brauchen, um ich zu sagen, ist also eine Syntax, die Ausdruck unseres Körpers ist. Das ist eine außergewöhnliche Schlussfolgerung, die wir hier ziehen.
Es fehlen noch zwei Dinge. Also, die lexikalische Frage. Ich kann ja sagen, ich auf Deutsch, je in Französisch, I auf Englisch. Ja, stimmt, es gibt verschiedene Worte in den Sprachen für ich. Aber ich will ein Wort untersuchen, das mir sehr wichtig ist. Lasst mir diese Zeit noch. Das ist das Wort Sein. Das Wort Sein wird, das Konzept für Sein wird in den indoeuropäischen Sprachen mit dem Verb Sein, mit einem Verb ausgedrückt. Wenn die Kenntnis des Begriffs vom Sein damit zusammenhinge, dass das ein Verb ist, dann würde das bedeuten, dass ganze Kulturen nicht in der Lage wären, den Begriff des Seins zu verstehen, wie zum Beispiel das Hebräische, denn sie haben dafür kein Verb. Im Hebräischen gibt es dieses Verb nicht. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil man damit auseinandernehmen müsste, was wir über das Verb Sein wissen. Ein anderer Fall, lexikalischer Fall, also viele denken, dass ich das erfunden habe, aber es gibt jemanden, der darüber nachgedacht hat, dass ohne den bestimmten Artikel in Griechenland keine Naturwissenschaft und Philosophie entstanden wäre. Das hat Bruno Snell 1946 gesagt. Er hat gesagt, Naturwissenschaft hängt vom Artikel ab. Im Lateinischen gibt es keinen Artikel. Wie geht das? Der europäische Intellektuelle hat bestimmte Aspekte übertrieben, die interessant sind, aber nicht wesentlich. Das kann man hier sagen, denn im Lateinischen gibt es diese Struktur wiederum nicht. Die wichtige Diskussion geht nicht über das einzelne Wort, sondern über grammatikalische Systeme. Wenn ihr sagen würdet, er hat mit uns über das Italienische gesprochen und wir wissen nicht, was in anderen Sprachen passiert. Wir wollen wissen, was der Mut, ich zu sagen, für Menschen bedeutet, nicht nur in Italienisch, Französisch oder Englisch oder einer bestimmten Sprache. Also was bedeutet es, ich zu sagen in allen Sprachen? Die Sprachen sind verschieden, wie die Individuen verschieden sind. Es gibt aber keinen experimentalen Beweis, dass eine bestimmte Grammatik die Wirklichkeit dass durch verschiedene Grammatiken die Wirklichkeit in verschiedener Weise wahrgenommen wird. Es gibt auch in den Wissenschaften Fake News. Den Eskimos hat man zugeschrieben, dass sie unheimlich viele Worte für Schnee haben. Das ist aber von Martin 2014 widerlegt worden. Das stimmt einfach nicht. Aber wo es Beweise gibt, bedeuten sie das Gegenteil, nämlich, dass alle Konzepte in allen Sprachen ausgedrückt werden können. Es gibt keine Sprachen, die besser sind als andere sind. Es gibt keine genialen Sprachen. Es gibt nur geniale Kommentare über normale Sprachen. Wenn über das Griechische zum Beispiel hat man 2400 Jahre linguistischer Beobachtung. Wenn es um den pavesischen Dialekt geht, dann wäre das nicht so. Was ihr aber
als linguistische Haarspalterei sehen könntet. Die Aussage, dass es keine besseren Sprachen als andere gibt, ich wollte also versuchen, die Idee, dass die arische Rasse sprachlich besonders geprägt ist und dass bestimmte Sprachen besser sind als andere, das wollte ich auseinandernehmen. Das hat aber vor mir Dante gemacht. Dante sagt Folgendes. In diesem, das ist nicht in der Göttlichen Komödie, sondern in einem anderen Werk. In diesem, wie in vielen anderen Bereichen, wird Pietramala zu einer sehr großen Stadt. Sie wird die Heimat der meisten Söhne Adams. Denn wer so unvernünftig denkt, dass er glaubt, der Ort seiner eigenen Geburt sei der angenehmste Ort unter der Sonne, der schätzt seine eigene Sprache, das heißt, seine Muttersprache höher ein als alle anderen Sprachen und hält sie folglich für dieselbe wie die von Adam. Die Moral, Zusammenfassung, wir sind ausgegangen von der Farbe des Ichs, der Kontrast ist das Du. Das Ich ist wie eine Zelle, es braucht die Umgebung des Satzes. Wir haben gesehen, dass es die Syntax gibt und dahinter liegt ein verborgenes Muster, was uns ermöglicht, die Grenzen Babels zu identifizieren und die unmöglichen Sprachen als solche zu entdecken. Und dass das aus Fleisch zum Logos wird. Was macht es möglich, ich zu sagen? Dazu muss man ein Du anerkennen. Es braucht die Möglichkeit, die der Mensch hat, Sätze zu bilden, die gemäß einem biologisch vorgefertigten Plan gebildet werden. Aber um den Mut zu haben, ich zu sagen, braucht es mehr. Es braucht etwas Geheimnisvolles, das keine Maschine jemals enthüllen oder reproduzieren kann. Es braucht das Herz. Um den Mut zu sagen, ich, braucht es das Herz, nicht nur das Gehirn. Es braucht alles. Herzlichen Dank. Es bleibt wenig Zeit, es ist schon spät. Ich möchte aber nochmal sagen, im vorigen Jahrhundert hast du gesagt, hast du schnell gesagt, gab es Versuche, Tiere sprechen zu lassen. Wie haben sich diese Dinge entwickelt? Wie sind die Experimente verlaufen? Das ist ein... Allora, intanto bisogna capire... Das... Also, welche Tiere soll man dabei untersuchen? Das bedeutendste Experiment, was ich kenne, ist über Schimpansen. Das größte Teil des Genoms von Schimpansen ist dasselbe wie bei Menschen. In der Columbia University in den 70er Jahren hat Thomas Babber das studiert. Der ist jetzt ein Kollege von Chomsky in Arizona. Er hat Schimpansen genommen. Ich kommentiere nicht über die Ethik. Er hat die Schimpansen von der Mutter getrennt und dann in eine Gemeinschaft von Menschen gebracht. Und ihm war bewusst, dass es ein phonetisches Problem sein, so haben sie ihm Zeichensprache beigebracht. Und das ist eine Sprache, die als Sprache vollwertig ist. Die Schimpansen konnten einzelne Worte lernen.
128 Sprachen gelernt wie ein Kind. Aber wenn er sie kombiniert hat, dann schaffte er es nicht, Sätze zu machen. Ein Kind, das ist ein interessantes Experiment, stellt euch ein englisches Kind vor. Auf Englisch heißt Hut Hat und Papa heißt Daddy. Und wenn man sagt Hat here, heißt der Hut ist hier. Daddy here. Aber wenn man sagt Daddy Hat here, dann zeigt sich schon das Possessive in der Sequenz. Das schafft ein Schimpanse nicht. Nicht ein Satz des Schimpansen hatte eine Syntax. Die überraschendsten Tiere sind die Vögel. Sie sind fähig, Sequenzen, die kompliziert sind, zu erkennen. Aber es ist eine Gedächtnisleistung. Bis jetzt ist es evident, dass wir als Menschen die Einzigen sind, die eine Syntax haben. Und das bringt uns in eine außergewöhnliche Situation als Menschen. Ich will dir auch diese Frage stellen, die uns alle angeht. Die ungewöhnliche Einheit zwischen dem Fleisch, was Wort wird, der Logos wird, was du gesagt hast. Es gelangt ein Funke zur Vernunft. Wie konnte das geschehen und wann ist das passiert? Das ist eine zentrale Frage, die für uns sehr wichtig ist. Wir teilen das mal in zwei Unterfragen ein. Eine Eigenschaft der menschlichen Sprache ist, dass sie en bloc entstand. Heute Abend haben wir darüber nicht gesprochen. Die menschliche Sprache aber ist so gemacht, dass keine Höchstzahl von Worten da ist, die man in einen Satz packen kann. In der Theorie, also die Kinder spielen damit, unendlich lange Sätze zu bauen. Die menschliche Sprache hat etwas mit der Mathematik und der Musik gemeinsam. Man kann unendliche Strukturen bauen. Das Unendliche kommt aber nicht abschnittsweise, sondern en bloc. Als die Syntax dem Menschen kam, muss sie insgesamt dem Menschen gegeben worden sein. Sondern nicht abschnittsweise, dass man erstmal 23 Worte kombinieren konnte, dann 50, dann 80. So. Wie? Zweite Frage. Wie können wir wissen, ob eine Gesellschaft eine Sprache hatte wie unsere? Ich habe mit Uccellati gesprochen, der oft beim Meeting gesprochen hat. Wir haben also einen Beweis, dass es eine Sprache gibt wie die unsere, ist die Schrift. Schrift hat sich vor 5000 Jahren entwickelt. Die letzte wichtige Mutation in unserer Spezies war vor 100.000 Jahren circa. Ungefähr 100.000 Jahre, ungefähr. Das bedeutet, dass es 95.000 Jahre gibt, wo wir nicht wissen, was passiert ist. Es gibt einen Versuch einer Antwort von mir. Wenn du Archäologe bist, dann kannst du sagen, hier zeige ich dir ein Agglomerat von menschlichen Wesen. Sie hatten unsere Sprache. Woran siehst du das, dass sie unsere Sprache hatten? Man könnte es an der Komplexität der Struktur der Häuser sehen. Aber die Bienen haben hexagonale Strukturen, die sehr kompliziert sind. Oder man kann sagen, es gibt hierarchische Strukturen. Aber man sieht das schon bei den Ameisen, sie haben hierarchische Strukturen. Was ich mir dachte war, in Wirklichkeit mit einem Fotogramm verstehst du nicht, ob es Sprache gibt. Sprache kannst du ableiten, nur wenn du
einem Fotogramm nach dem anderen einer Gemeinschaft folgst. Du siehst einen Fortschritt. Die Tiere kennen den Fortschritt nicht. Eine Spinne ist total kompliziert. Ein Spinnenweb ist total kompliziert. Aber es gibt keine Spinne, die eine bessere Spinnengewebe macht als seine Eltern. Es ist bei uns Menschen aber nicht so, dass wir mit 5 Jahren ein Rad erfinden und so weiter. Wir basieren mit unseren Erfindungen auf dem, was unsere Vorgänger erfunden haben. Also die Sprache gibt es, seit es Fortschritt gibt. Vielleicht sind wir mit der Sprache geboren worden als Menschen. Sehr herzlichen Dank. Es scheint mir, eine der ungewöhnlichsten Ideen zu sein, die mich heute Abend betroffen hat. Das ist die vollkommene Ununterscheidbarkeit zwischen Gehirn und dem Fleisch, aus dem wir gemacht sind, der Sprache, den Gedanken, dem Geist, wenn man so will. Es ist unglaublich, wie das Fleisch Logos wird, Wort wird. Und das drängt uns noch mehr dazu zu unterstreichen, die Situation heute zu leben, mit dem Mut, ich zu sagen. Der Titel, der vom Meeting für Völkerfreundschaft gewählt wurde, dass wir gemeinsam aufbauen. Und deswegen möchte ich zum Schluss, erlaubt mir noch diese Minute, möchte ich alle daran erinnern, dass alles möglich ist, auch dank der Spender, die uns unterstützen. Jede Spende hat einen großen Wert. Es ist ein Zeichen der Verantwortlichkeit für den Aufbau dieses einzigartigen Ortes, damit es möglich ist, dass er weiterhin da ist. Wir möchten unsere Dankbarkeit ausdehnen auf alle, die uns unterstützen. Ein Teil der Spenden, die wir während der Woche in dieser Woche einnehmen, wird dem Welcoming House in Kampala zukommen, eine Einrichtung für Waisenkinder. Überall findet ihr die Stände mit dem Titel Dona Ora, spendet jetzt. Begebt euch zu diesen Ständen und spendet dort. Das Meeting ist nicht vorstellbar ohne die Gratuität, die Ungeschuldetheit der Spender und der Freiwilligen. Ein gutes Meeting euch allen und gute Nacht. Grazie. Grazie. Grazie a te.